Hey Leute, schön, dass ihr bei einem neuen Video von mir reinschaut. Und wie auch in den anderen Videos von mir findet ihr die Materialien, die ich für das Bild benutzt habe, in der Infobox. Und bei dem Bild ist das Besondere, dass ich tatsächlich mal alles aufgenommen habe. Also wie ich die Vorzeichnung mit einem Bleistift mache, dann über die Umrandung und dann auch noch die Koloration. Normalerweise mache ich ja nur die Koloration, wenn ich dann aufnehme. Das liegt dann einfach daran, dass ich dann ja, die Idee für ein Bild dann einfach immer mal zwischendurch habe. Dann habe ich dann beispielsweise mein Skizzenbuch dann gerade daneben und mache dann da erstmal eine grobe Skizze und dann die Vorzeichnung dann auch nicht unbedingt, gerade wenn die Kamera läuft, weil ich mir meistens denke, das sieht man dann eh nicht so richtig, wenn ich da mit einem Bleistift ganz hell vorzeichne, weil das Markerpapier, da ist es ein bisschen schwieriger, das mit dem Wegradieren, und deswegen mache ich da immer nur so ganz, ganz dünne Bleistiftlinien und auch nicht so super genau. Und ja, aber dadurch, dass das Bild eigentlich geplant war, also nur so ein ganz schnelles, eigentlich eher Übungsbild für die Marke auf Markerpapier, damit ich das Blenden so ein bisschen weiter üben kann, habe ich dann irgendwie keine Skizze gemacht, sondern einfach gleich die Vorzeichnung auf das Papier und mir da jetzt irgendwie auch nicht so die großartigen Gedanken drüber gemacht. Und deswegen ist es jetzt zum Beispiel auch, dass ihr linker Unterarm, also von uns aus gesehen der rechte, zu kurz geraten ist. Also so ein paar kleine Fehler sind da natürlich mit drin, sind in jedem Bild, aber jetzt hier dann eben ja, noch ein bisschen offensichtlicher, als wenn ich dann mir da ein bisschen mehr Zeit nehme. Aber das, ja, also das Endergebnis ist dann tatsächlich besser geworden, als ich das erwartet hätte. Dafür, dass es ja nur so ein schnelles, einfacheres Bild werden sollte, wo ich das Blenden nochmal übe. Und da habe ich jetzt auch versucht, Farben zu nehmen, die ich sonst nicht so gerne nehme. Zum Beispiel Gelb. Und da habe ich dann überlegt, na, was kann man denn aus Gelb machen? Aber Sonnenblumen sind ja noch ganz cool. Und ja, da habe ich ihr dann eben noch 4 Sonnenblumen in die Hand gedrückt und dann angefangen mit der Koloration erstmal von der Haut. Da habe ich nur 2 Farben genommen. Einmal mein Lieblingshautton, so ein, ja, so ein ganz, ganz helles Beige. Und dann so ein, ach, ich weiß gar nicht, wie die Farbe hieß, so ein Cremeton für die Haut. Den habe ich jetzt auch für die erste Schicht von den Sonnenblumen genommen. Ja, und dann habe ich in dem Video auch nochmal 2 Schnitte drin. Der eine ist gewollt und der andere ist nicht gewollt. Also der erste Schnitt ist dann gleich, nachdem ich die erste Sonnenblume fertig gemalt habe, weil das einfach so ewig gedauert hat. Also hier so diese Kreise habe ich noch alle aufgenommen, aber wenn es dann darum geht, die Blütenblätter zu malen, da habe ich dann eben nur eine aufgenommen und dann die anderen rausgeschnitten. Ja, weil das dann, glaube ich, einfach zu lange wäre, und das passiert ja auch nicht jetzt so sonderlich viel, wenn ich da dann jede Blüte oder jede Blume gleich ausmale. So, das war der gewollte Schnitt, und dann gibt es noch einen ungewollten, und zwar war denn der Akku leer, genau zu so einem Zeitpunkt, wo ich total viel Lust hatte, an dem Bild weiterzumalen, und da stand ich dann vor der Entscheidung, entweder du malst jetzt weiter und kannst es nicht aufnehmen, oder du wartest und du wirst dann aus deinem Zeichenfluss rausgerissen. Ja, dann habe ich mich dafür entschieden, weiterzumalen. Aber ganz so dramatisch viel fehlt jetzt glücklicherweise nicht an dem Bild, was ich denn da ausgemalt habe. Ich bin total zufrieden, wie die Farben geworden sind. Normalerweise habe ich ja dann immer noch eine Farbe drin, die dann so gar nicht dazu passt, weil ich mir das so ein bisschen anders vorgestellt habe. Das ist mir hier zwischenzeitlich auch passiert mit ihrem T-Shirt, seht ihr dann gleich. Das habe ich dann mir überlegt, dass es ja ganz cool wäre, zu dem orange-gelb-bräunlichen, was ich da habe, noch einen Kontrast mit Babyblau zu machen. Aber das war überhaupt gar keine gute Idee. Das sah ganz, ganz schrecklich aus. Aber das konnte ich nochmal retten, indem ich dann mit einer anderen Farbe rübergegangen bin
Ja, ich will jetzt hier gerade nicht zu viel spoilern. Und ja, dass ich dann mich im Endeffekt auf wenige Farben beschränkt habe und sehr zufrieden damit bin, wie es denn geworden ist. Ja, und was ihr dann auch gleich noch seht, ist, dass ich dann nochmal das Bild ein bisschen erweitere. Also ich bin jetzt nicht so geordnet, wenn es darum geht, ein Bild zu malen. Also man kann es ja dann so machen, dass man zuerst die komplette Skizze dann hat. Dann umrandet man das dann schön, ist dann praktisch mit dem Lineart komplett fertig und dann kommt nur die Koloration. Und bei mir ist das immer noch so ein bisschen durcheinander. Also jetzt ist ja schon die Hälfte der Koloration durch und da nehme ich jetzt nochmal einen Bleistift und mal noch was dazu. Also ganz so glücklich damit bin ich immer nicht, dass ich das ständig mache, weil man sich dadurch super das Bild nochmal verhunzen kann. Also ist mir schon so oft passiert, dass ich dann da irgendwas gemalt habe, was dann so gar nicht mehr dazu gepasst hat, weil ich ja auch gerne mal nicht nur den Bleistift nehme, sondern dann gleich umrande. Ja, ich gucke erstmal das Babyblau. und gleich kommt der Schnitt. Aber weil mir dann im Laufe des Bildes dann noch einfällt, wie ich das gerne anders haben möchte, wie hier denn eben, dass ich dann doch noch den Ausschnitt größer haben möchte, den ich male und dass es nicht mit dem Arm aufhört, ja, dann kommt dann immer noch so eine Erweiterung dazu. Manchmal klappt das und dann passt das dann irgendwie auch besser zu dem Bild, weil man ja im Laufe des Bildes dann irgendwie dann noch sieht, was dann noch besser dazu passt. Aber ich glaube, ich würde doch probieren, mir das langsam abzugewöhnen, weil ich glaube, das ist schon mehr schief gegangen, als dass es funktioniert hat. Ja, so viel kann ich zu dem Bild sagen. Ich bin auch ganz zufrieden jetzt gleich mit der Hintergrundfarbe, die ich hier genommen habe. Dass das dann gut gepasst hat, dass ich mich da gegen das Babyblau entschieden habe. Ja. Der Hut wurde auch nochmal rausgeschnitten, wie ich das dann gemalt habe. Da habe ich dann praktisch auch dieses helle Gelb von den Sonnenblumen genommen und dann wieder geschichtet. Also im Endeffekt sind im Hut die gleichen Farben drin wie von der Sonnenblume. Nur das ganz dunkle Braun nicht. Und ja, und so ist es dann eben, dass das von den Farben alles gut zusammenpasst und keine Farbe so ausschert. Und das war's zu dem Bild Mädchen mit 4 Sonnenblumen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!